Achtung! Ein Asteroid, der viermal so groß ist wie der Eiffelturm, rast auf die Erde zu. Er wird bald unseren Planeten treffen und alles Leben auf ihm zerstören. Glaubst du, das sind nur Clickbait-Schlagzeilen? Nun, im Moment ja. Das heißt aber nicht, dass es diese Apokalypse nicht geben könnte. Vor 66,5 Millionen Jahren traf ein riesiger Asteroid namens Chicxulub unseren Planeten und löschte die Dinosaurier aus. Wissenschaftler glauben, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. In diesem Video erfährst du, warum braucht jemand eine Atomexplosion im Weltraum? Welcher Dinosaurier kann die Menschheit vor dem Aussterben retten? Und werden die Menschen einen Asteroideneinschlag überleben können? Was passiert mit uns, wenn ein Asteroid mit einem Durchmesser von 12 Kilometern die Erde trifft? Die Erdatmosphäre kann Weltraumobjekte, die größer als 600 Meter im Durchmesser sind, nicht abbremsen. Deshalb wird ein solches Objekt mit voller Geschwindigkeit auf unseren Planeten prallen und einen Krater von etwa 170 Kilometern Breite hinterlassen und in Hunderte von Einzelteilen zerschellen. Wenn du dich in diesem Moment im Epizentrum des Einschlags befindest, kann dich auch der tiefste Bunker nicht retten. Alle Gebäude im Umkreis von Hunderten von Kilometern werden von der Druckwelle weggesprengt, was zu einem gewaltigen Tsunami auf dem Planeten führt, der die restlichen Gebäude zerstört. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Doug Robertson, ein Geologe von der Universität von Colorado, glaubt, dass die größte Gefahr nicht der Asteroid selbst ist, sondern seine Trümmer. Bei der Explosion können Gesteinsbrocken und Reste eines Meteoriten bis zu 70 Kilometer hochfliegen und 40 Minuten nach dem Aufprall, da werden sie auf die Erde zurückkehren. Tausende von kleinen Meteoriten werden in der Atmosphäre in Brand geraten und unseren Planeten schnell aufheizen. Das verursacht riesige Brände und vernichtet alles Leben auf der Erde. An diesem Punkt starben vor 66 Millionen Jahren die meisten Dinosaurier aus. Und wenn das in unserer Zeit passiert, werden Millionen von Menschen durch einen Meteoriteneinschlag und Brände sterben. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Asteroid die Erde trifft? NASA-Experten glauben, dass das Risiko eines riesigen Asteroideneinschlags sehr hoch ist. Deshalb setzte bereits 1992 der US-Kongress ein Ziel für die NASA. In den nächsten 25 Jahren sollten sie 90% aller erdnahen Objekte, die größer als 1 Kilometer sind, erkennen. Ein solcher Asteroid könnte in einem Radius von mehreren tausend Kilometern schwere Schäden verursachen. Zu allem Übel könnte er auch noch die Kommunikation und sogar die Satellitennavigation stören. Heute wird der Weltraum von Dutzenden verschiedener Programme überwacht. Zusammen haben sie bereits etwa 50% der erdnahen Objekte mit Durchmessern von 140 Metern gefunden. Und bald wird diese Zahl noch steigen, denn die NASA plant den Start des NEO Surveyor Infrarotteleskops. Es registriert alle Objekte, die größer als 140 Meter sind, in einem Radius von 50 Millionen Kilometern um die Erdumlaufbahn. Der NEO Surveyor wird mit zwei wärmeempfindlichen Infrarotkanälen ausgestattet sein. Das bedeutet, dass er nicht nur einen Asteroiden aufspüren, sondern auch seine genaue Größe messen, seine Zusammensetzung herausfinden und seine Geschwindigkeit und Flugbahn berechnen kann. Wenn die Dinosaurier eine solche Technologie gehabt hätten, dann hätten sie von der Katastrophe im Voraus gewusst und was können wir eigentlich mit einem Asteroiden machen, der auf die Erde zufliegt? Wie können wir uns vor einem Asteroideneinschlag schützen? Tatsächlich wissen die Wissenschaftler, was zu tun ist. Zuerst müssen wir den Asteroiden zerstören, bevor er in unsere Atmosphäre eintritt. Zum Beispiel, indem man ihn mit einer Atombombe in die Luft jagt. Aber überlege es dir zweimal, bevor du nukleare Sprengköpfe ins All schießt. Die Trümmer, die könnten wieder zurückfallen auf die Erde und für eine richtige Zerstörung sorgen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ein Asteroid kann vom Kurs abgebracht werden, sodass er an unserem Planeten vorbeifliegt. Und die NASA hat bereits die erste DART-Trainingsmission gestartet. Das Raumschiff wird diesen September auf den kleinen Asteroiden Dimorphos stürzen. Wissenschaftler werden versuchen, ihn von seiner ursprünglichen Flugbahn abzulenken. Wenn es ihnen gelingt, wird dies ein effektiver Weg sein, die Erde vor Asteroiden zu schützen. Oder doch nicht? Ach, wahrscheinlich nicht. Das Problem ist, dass der Durchmesser von Dimorphos nur 170 Meter beträgt.
Und das DART-Raumschiff, das dort hineinfliegen soll, das wiegt 610 Kilogramm. Um den Asteroiden abzuschießen, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, bräuchten wir ein Flugzeug, das 70 Mal größer ist als dieses. Es stellt sich heraus, dass wir heute keinen ausreichenden Schutz vor der Bedrohung aus dem Weltraum haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht überleben können. Astronomen werden einen Asteroiden, der alles zerstören kann, lange vor dem Einschlag bemerken können. Und wir werden etwas Zeit haben, uns vorzubereiten. Die Menschen werden Bunker bauen müssen, aber tief im Boden, etwa 5 Kilometer unter der Erde, um zu überleben. Natürlich wird es in solchen Bunkern nicht genug Platz für alle geben. Es ist aber auch klar, dass die Chance, dorthin zu gelangen, wahrscheinlich größer ist, wenn du eine Waffe in den Händen hältst. Aber auch du wirst nicht ein paar Tage im Bunker sitzen und danach in deinen Alltag zurückkehren. Nach den Bränden, da werden Asche und Staubpartikel noch 10 Jahre lang in der Atmosphäre schweben. Das Sonnenlicht wird vollständig blockiert. Dadurch wird die Temperatur auf dem Planeten sofort um etwa 28 Grad sinken. Und damit sterben alle Pflanzen. Ihnen werden pflanzenfressende Tiere und schließlich Raubtiere folgen. Nur diejenigen, die sich vorbereitet haben, werden überleben. Die gefiederten Dinosaurier, die haben zum Beispiel schon lange vor dem Asteroideneinschlag begonnen, sich zu Vögeln zu entwickeln. Diese Tiere waren viel kleiner als ihre Dinosaurierkollegen, was bedeutet, dass sie nicht viel Nahrung zum Überleben brauchten. Kurz vor dem Asteroideneinschlag entwickelten einige von ihnen einen Schnabel und wurden zu Allesfressern. Sie ernährten sich von Insekten, Pflanzen, Samen, Nüssen und allem anderen, was sie finden konnten. Die Menschen müssen auch darauf vorbereitet sein, dass im Bunker nicht endlos viel Nahrung da ist. Das Hauptproblem ist doch, dass wir ohne Sonnenlicht keine Pflanzen und Nutztiere mehr züchten können. Das Einzige, was in den Katakomben wachsen kann, das sind Pilze. Wenn du also überleben willst, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dem Beispiel der gefiederten Dinosaurier zu folgen und sich komplett omnivor zu ernähren. Höchstwahrscheinlich wird die Proteinquelle für die Menschen nicht Fleisch und Bohnen sein, sondern Kakerlaken. Laut Wissenschaftlern gehören sie zu den wenigen, die den Asteroideneinschlag überleben werden. Du bist kein großer Insektenliebhaber? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du bist in einem Bunker mit Hunderten von anderen Menschen eingesperrt. Heute sind sie deine Nachbarn, aber morgen könnten sie dein potenzielles Abendessen sein. Wenn du eine Waffe und keine moralischen Grundsätze hast, dann geht das alles ganz gut für dich aus. Werden wir also ein Massenaussterben erleben? Elon Musk zum Beispiel glaubt, dass wir das werden. Eines Tages wird wieder ein riesiger Asteroid auf die Erde einschlagen. Bis jetzt haben wir keinen Schutz vor ihm. Und was ist dein Plan für den Fall der Apokalypse? Lass es uns in den Kommentaren wissen.